Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir müssen über den Elefanten im Raum sprechen. Ein Free-to-Play-Deck, welches Neues und gut und insane Boards aufbauen kann. Ja. Und damit geht es heute um Sun Avalon, beziehungsweise um diese komischen Kackpflanzen, die mir im letzten Video den letzten Nerv geraubt haben, weil sie einfach so gut waren. Und falls ihr das mögt, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen und supporten. Grundsätzlich sei zu Sun Avalon gesagt, Leute, es ist ein relativ günstiges Free-to-Play-Deck, welches jetzt neu ist und dementsprechend auch recht stark. Die meisten Karten gibt es Free-to-Play tatsächlich, ne? Also sowas wie Feuer, Einzelfeuerblüte etc. zwar nicht, aber das ist auch kein Must-Have in dem Deck, ne? Also die ganzen Themenkarten, die außer Sonnenranken aussah, die gibt es in der neuen Box, sind Free-to-Play erhältlich, ja? Auch hier diese ganzen Extra-Deck-Karten, bis auf der Auferstandene müssten, meine ich, meist größtenteils Free-to-Play sein. Ja gut, okay. Dingenskirchen ist zwar jetzt nicht so weit, aber ja, es ist ein gutes, günstiges Deck. Und wenn euch das Deck liegt, so wie es sich heute eventuell spielen lässt, lasst doch einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen und supporten. Also, grundsätzlich folgt auch dieses Deck selbstverständlich dem alten Prinzip, dem neu alten Prinzip, dass Skills das Deck carryen. Und in dem Fall ist es so, dass wir lediglich als Voraussetzung, also wir kriegen erstmal Sonnenrankenwache, Sonnenrankenheiler und Sonnenrankendrescher zu Anfang des Duells unserem Extra-Deck hinzugefügt. Und dann können wir keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer Erde-Pflanze-Monster oder Link-Monster. Gleichzeitig dazu mischen wir ein Monster von unserer Hand in unser Deck und fügen dann unserer Hand ein Sonnenranken-Effekt-Monster oder Sonnensamen-Effekt-Monster von unserem Deck hinzu. Also hier wieder Recycling, dass wir halt unseren wichtigsten Starter, zu dem wir gleich kommen, in die Hand bekommen. Dritter Skill ist dann halt, falls sich ein Monster auf unserer Spielfeldseite des Gegners befindet, mischen wir ein Pflanzenmonster von unserer Hand, offen von unserer Spielfeldseite, von unserem Friedhof oder von unseren verbannten Karten in unser Deck und danach können wir einen Sonnensamen-Genie Loki von unserem Deck in die verdeckte Verteidigungsposition legen. Und das ist dann auch der Starter, den wir wollen, und mit diesem Skill können wir tatsächlich dann auch um Backrow Going Second spielen, und das ist wirklich richtig, richtig gut. Also, die meisten unserer Kombos beruhen auf Sonnensamen-Genie Loki. Und gleichzeitig dazu versuchen wir diese Karte auch mit unerwarteter Die beispielsweise rauszubekommen. Wir haben die Möglichkeit, Karten von unserer Hand wieder zurück in unser Deck zu mischen. Das ist halt insofern ganz praktisch, weil unsere Kombos dann dadurch auch nochmal so ein bisschen vereinfacht werden. Ja, wir haben zum Beispiel Schatten hier in dem Fall und der kann sich selber specialen von der Hand, wenn wir ein anderes Pflanzenmonster kontrollieren. Oder wir können den da theoretisch auch über andere Karten aus dem Deck rufen. Und das Endboard sieht dann ungefähr so aus wie im letzten Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt, haben wir dann zum Beispiel einmal unser Link 4 Monster auf dem Feld. Wir haben den Auferstandenen ebenfalls auf dem Feld, der als Schnelleffekt ein Effektmonster des Gegners wählen kann. Und wir kriegen halt Schaden, wenn, also in Höhe der Attack des Monsters, glaube ich, der Hälfte seiner Attack. Bouncen dafür aber das Effektmonster wieder zurück auf die Hand und negieren, glaube ich, seinen Effekt. Wobei der Negate, glaube ich, nicht drin ist. Nein. Dann haben wir noch einen Drescher eventuell, der 4000 Attack hat, und wir haben auch nochmal Sonnen-Avalons Blüte, der als Omni-Effekt Negate gilt, sobald er aktiviert wird, falls wir ein Link 4 Monster kontrollieren und unseren Monstern, unseren Pflanzen Link Monster dann auch nochmal Battle Power gibt, indem wir in dem Spielzug die Attack in Höhe der kombinierten Attack des Monsters, auf die es derzeit zeigt, geben können. Also so ein Drescher, der zum Beispiel mit dem hier gelinkt ist, könnte ihm in dem Fall 4k Attack draufgeben und auf 6,5 gehen. Das hatten wir schmerzhaft in dem letzten Video erfahren. Ich werde mich jetzt im Laufe dieses Videos zwischendurch mal immer nach links drehen, um zu gucken, dass wir möglichst ja die Plays richtig machen. In der Regel spielen die sich alle relativ linear und gleich, aber nichtsdestotrotz würde ich halt schon gerne noch schauen, dass ich es richtig hinbekomme und vor allen Dingen selber auch nochmal so ein bisschen lerne. Aber wichtig ist einfach, falls man anfängt, dass man möglichst guckt, dass man seinen besten Boy in der Hand hat. Den haben wir jetzt nicht in der Hand, aber wir können ja zum Beispiel unseren Skill nutzen, ne? Wir mischen dann, ich würde sagen, die Einzelfeuerblüte zurück. Holen unsere Hand einmal Sonnensamen Zwilling und können eventuell von hier aus spielen. Wobei auf der anderen Seite, was macht man eigentlich, wenn man nicht mit der mit Loki startet? Kann man die Combo auch so dann
regulär losschießen? Ich weiß es nicht. Also, ich probiere es trotzdem mal. Wir gehen jetzt also auf Drias. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ja. Ja, das ist kacke. Ey, das ist wirklich blöd. Moment, heißt das, wenn es dann Avalon nicht Loki hat, muss man stallen? Bedeutet das das? Das ist ja das, was ich glaube ich einmal miterlebt habe, offstream. Dass du dann zum Beispiel T-Set Pass machst und einfach auf die nächste Runde hoffst, weil du den Loki dann ja über deinen Skill, wenn der Gegner was kontrolliert, von deinem Extra-Deck holen kannst. Von deinem Deck beschwören kannst. Ja, das könnte gut möglich sein. Ich meine, jetzt haben wir den Loki in der Hand und können jetzt versuchen, von hier aus zu spielen, aber das war jetzt auch eine Erfahrung wert. Das war jetzt auf jeden Fall auch eine Erfahrung wert. So, Kaliber Abschuss. Okay. Der alte Bild. Mhm. Mhm. Bootsektor Neustart für 2. Of course, okay. Hm. Könnte leicht unangenehm werden. Ah, wobei. Ah, halb so schlimm. So schlimm ist es nicht. So, Double MST ist schon mal ganz gut. Also wir nutzen jetzt einfach MST Nummer 1 für die Karte. Necrofusion. Okay. Necrofusion. Wenn der Gegner eine Karte und einen Effekt aktiviert, der ein oder mehr Pflanzenmonster, die du kontrollierst, als Spezialbeschwörung vom Extra beschworen wurden, als Ziel wählt. Schnelleffekt, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von... Okay, okay, pass auf. Das ist gut. So grundsätzlich. Ja, also wir können jetzt zum Beispiel Loki droppen. Okay, der Gegner versucht dies jetzt direkt auszunutzen. No problem, aber was er halt nicht weiß, ist, wir haben ja auch noch unseren Skill. Heißt, wir können jetzt also, wie war das, Loki einfach wieder zurücklegen, um Loki wieder aufs Feld zu holen. Und dann machen wir das einfach von hier aus, unsere Plays. Genau. Können jetzt also auf Drias gehen, 1, 2. Das ist meistens unser Start. Er darf dann eine Karte suchen, Aussaat, die wir zwar schon hatten, aber trotzdem. So, Aussaat, wie war das? Use Soaring to summon Twin für den Zwilling. So, wir versuchen jetzt alles richtig zu machen. Dann triggert Zwillingseffekt. Loki. Drias-Effekt triggert ebenfalls. So, wir holen Heiler aus Feld. Plus Loki. Du kannst also eine Linkzahl erwähnen, du hast live und hast eine Linkzahl. Ah, okay, warum denn nicht? Ist in dem Fall irrelevant, weil es nur 300 Life Points sind, aber okay. So, ich meine, jetzt geht's in Melias mit den drei unteren. Ne? Melias, genau. So, dann aktiviert sich Melias Effekt. So. Wie war das jetzt? Melias, jetzt summon Loki from Grave. Either use Skill to grab Shadow or if in hand into Middle Zone. So, jetzt müssen wir unseren Skill nutzen. Wir schicken die Mate wieder zurück und holen uns Schatten. Wir können Schatten jetzt specialen. Let's go. Then activate Graveyard Effect to summon Anadrias. Pass auf. Link it off with dry ass into Dryades. Jetzt dürfen wir keinen Fehler machen. Moment. Dryades. Dryades ist der hier, ne? Wait. Middle Zone. Link it off with Dryades into Dryades to then activate Graveyard's effect. But went. Das ist doch Dryades, ne? Dryaden. So. Graveyard-Effekt. So. Dann kommt nämlich jetzt der zweite. So, und dann müssen wir jetzt link both Dryades into Resurgent, then link it off and Melias into... Pass auf.
Wir benutzen jetzt dich für 2 Materialien plus dich für 2 Materialien. Für den Auferstandenen, so. Link both Realis into Resurgent, then link it off. Den Effekt brauchen wir nicht. Dann machen wir jetzt den Großen einmal und dich, so. Dann kommt unser großer Baum, passt auf. So, pass auf. Ich hoffe, ich mache es richtig. Du kannst deine Hand. So, die search uns jetzt unsere Falle. Das ist unser Fallen-Searcher. So. Dann können wir jetzt den Auferstandenes-Effekt nutzen. Wir verbannen dich und dich. Dafür kommt jetzt der Auferstandene hier hin. So, und dann, wie war das jetzt? Then use Resurgence Effect from the Grave, bla bla bla. Lastly, use the Loki into Thrasher for 4k... Wait. Wait, wait, wait. Lastly, use the Loki into Thrasher? Ah, Moment, genau. Der geht jetzt in den Thrasher, so. Und der hat 4000 Attack. Sieht. Jawohl. Und so einfach kann es sein, weil jetzt können wir jetzt in der Situation den Effekt von dir nutzen. Wir hauen den Auferstandenen weg. Haben jetzt 4 Pops, weil das ein Link 4 Monster ist. Wait, der floated? Ah, hätten wir vielleicht nicht gemacht. Hätten wir vielleicht nicht so gemacht. Okay, das gefällt mir nicht. Das hätten wir vielleicht anders machen müssen. Okay, das hätten wir anders machen müssen. Wir hätten einfach reincrashen sollen. Das wäre es gewesen. Egal. Das wäre es gewesen. Wir hätten einfach reincrashen sollen. Ah, okay, okay. Egal. Aber das ist am Ende des Tages das Deck. Und das ist eine Ein-Karten-Kombo gewesen, die jetzt auch um... Backrow jetzt nicht, aber... Wir haben um diverse Karten des Gegners gespielt. Was ziemlich gut ist. Okay. Raketensucher, Effekt. Lassen wir den Gegner das mal machen. Nicht, dass mich das stört. Wir brauchen halt... Blüte wirklich für den Fall der Fälle. Die Karte gibt sogar Graveyard Protection? Insane. Also Kaliber Ladedrache it is. Kaliber Ladedrache it is. Jetzt dürfen wir uns keine Fehler hier erlauben. Nein! Doch, 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 alles gut. Ah, können wir so ein Avalon Blüte nutzen. Lieber Ladedrache kann jetzt den Effekt chain, ist okay, aber... Sein Effekt ist trotzdem negiert. So. Und nun... Steht der Gegner da. Endface. Magna Raketendrache. Ja, so funktioniert das Deck, guys. So funktioniert am Ende des Tages das Deck. Ja, wie spielen wir jetzt von hier aus weiter? Äußerst gute Frage. Äußerst gute Frage. Seine Effekte sind negiert, mein Freund. Das bringt dir nichts. Das bringt dir absolut gar nichts. So. Okay, hier hin. Ich könnte noch einen Thrasher spielen, ne? Auf der anderen Seite, wenn der jetzt
Diese Karte, ein Charakter, der den Kampf zerstört und auf den Friedhof legt. Du kannst das Monster als Spezialbeschwörung auf eine Zone legen. Ich überlege halt gerade. Oder gehen wir einfach auf Double Thrasher? Wir gehen einfach auf Double Thrasher. Ja, wir gehen einfach auf Double Thrasher. So. Das ist schon mächtig. Das ist schon wirklich mächtig. Ja. Und Pass. Kaliber Abschuss, alles klar. Dann mach das mal, lieber Gegner. Bootsektor Neustart. Wait, der spielt zweimal Bootsektor Neustart? Okay, das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Das könnte jetzt wirklich nochmal blöd werden. Ah, das könnte durchaus nochmal blöd werden. Also Double Bootsektor Neustart ist... Das ist tough. Weil er jetzt hier, wie gesagt, die ganze Zeit seine Wall of Monsters hat. Und ich habe meine... Double... Tatsache. Nee. Hä, wo kommt denn jetzt die zweite Bootsektor Neustart her? Hat der den irgendwie recycelt? Gute Frage. Crazy. Ja, mach mal deine Karten kaputt. Werter Herr. Berserker der Tenny, aha. Was bringt ihm das? Was bringt ihm jetzt der Berserker der Tenny, ha? 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 Gar nicht mal so viel, ha? Gut. Ne, warte, Dadai bringt mir aber auch nichts. Das heißt, wir gehen einfach in die Battle Phase, greifen hier an. Ich meine, wir haben ja nichts zu verlieren. Ja. Silber Raketenrache können wir auch direkt wegsnacken. Ich weiß nicht. Kann der Rocket-Spieler hier an der Stelle noch was machen? Ich glaube, dem gehen so langsam die Monster aus. Der kann jetzt natürlich immer und immer wieder seine Monster aus dem Grave holen. Aber hat er noch irgendwelche Ressourcen, die ihn jetzt hier unbedingt weiterhelfen? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt kommt Bootsektor Neustart schon wieder. Kann jetzt wieder zwei Monster aus Fels holen, aus dem Grave. Aber Gegner kann dann auch wieder synchron, linken, was auch immer. Aber die Frage, bringt ihm das was? Ich meine, wenn jetzt der neue Kaliber Slash Dragon kommt. Slash Dragon wäre jetzt hier heftig, glaube ich. Da ist er. Okay. Ja, Slash Dragon ist hier... Der ist wirklich gut. Der Slash Dragon hier ist gut. Der ist sehr gut. Der ist sehr gut. Der ist sehr gut. Und auch nochmal Hexe der schwarzen Rose. So, Battleface. Also ich habe ja Grave Protection, meine ich, ne? Ich meine, ich habe Grave Protection durch die Saat. Okay, das ist... Das ist heftig. GG. Ja, GG. GG! Nee. Bootsektor Neustart. Hat mich hier gelinkt. GG, well played. Ja, Bootsektor Neustart. Hat mich hier gelinkt. Warum hat der Gegner das denn eben nicht gesehen? Hat er das nicht gemacht? Hat er das nicht gesehen? Eventuell hat der Gegner das nicht gesehen, aber gut. GG. Ich glaube, wie gesagt, der spielt. Ja, der spielt zweimal Bootsektor Start. Krass. Und das Ding hat ihm jetzt natürlich geholfen. Und der neue Kaliber Schwertdrache ist richtig, richtig gut. Der ist richtig, richtig gut. In so einer Situation kann ich ihn vielleicht aufs Thumbnail klatschen. Nee, das eventuell nicht, aber gut. Hätte mir jetzt hier irgendwas anderes noch geholfen? Nee, ne? Ich meine, uns ist einfach das Pulver ausgegangen.
Uns ist einfach das Pulver ausgegangen. Das war's. Was ist das, ein Mirror Match? Das ist ein Mirror Match, ja. Okay. Dann legen wir doch mal los. Einzelfeuerblüte ist auch natürlich ein Out für Loki. Darf man auch nicht vergessen. Und... warum kann man einen Gegner hier was aktivieren? Wo bin Lance? Stört mich das? Stört mich das, die Frage. Ich glaube, so geil ist das jetzt nicht, aber... mal gucken. Also ich kann nichts verbannen. Ich kann nichts verbannen. Okay, er hat noch einen Baylor. So, aber wie war das jetzt? Moment. Bla. Ich meine, das ist egal. Warte, ich habe die Saat habe ich ja auch so auf der Hand. Und grundsätzlich wäre das auch so kein Problem gewesen. Ein normales Pflanzenmonster. Ja, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Hoffe ich. Ich kann halt nichts verbannen, ne? Ich kann halt nichts verbannen. Das heißt, ein paar Sachen muss ich da wahrscheinlich zwangsweise anders spielen. Wait, ich hab's glaube ich komplett, falsch gemacht. RIP, ich hab's komplett falsch gemacht. Ja. Wait, ich hab's komplett falsch gemacht. Ich hab einen Teil vergessen. Das heißt vergessen, aber ich hab einen Teil verkackt. Ah, das hätte ich noch nicht machen dürfen. Ah, ich hab den, wie heißt der, Meliodas? Nicht Meliodas, den, doch, Melias, den Melias habe ich vergessen. Ach, den Melias habe ich vergessen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ach, das ärgert mich jetzt. Mann, was habe ich denn da gemacht? Ich habe den Melias vergessen. Den Meleas Zwischenstritt. Eisenhans, lol. Einfach der Eisenhans. Und du eiserner Ritter. Ja, wo leben wir denn hier? Eisenhans ist so eiserner Ritter. Und Stromberg. Ja, komm. Bujinki Akashima. Stromberg. Oh, Glyph. Okay. Das heißt, jetzt könnte noch ein Link vorkommen. Utopia, alles klar. Okay. Horden des Chaos. Okay, okay, okay. Wird ja immer besser. Utopia Ray oder was? Ja, Utopia Ray selbstverständlich. Wie spielen wir denn um Utopia Ray rum mit dem Deck? Vor allen Dingen, wenn wir unsere Sun Avalon Blütenkarte in unserer Hand haben. Heißt, er kann nicht getargetet werden. Okay.
Was mir aber grundsätzlich ja egal ist. Also, wir starten mit Genie. I'm a genie in a bottle. Ich würde sagen, wir machen die Backrow-Karte weg. Schwarzes Loch, okay. So. Perfekt. Kommt jetzt der Negate? Kommt jetzt direkt der Negate? Are you following me here? Ich meine, wenn ein Negate kommt, dann ja eigentlich hier. Tatsache. Okay. Ist jetzt aber nicht schlimm, weil... Pass auf. Wir machen jetzt einfach Folgendes. Dry ist wieder zurück ins Deck. Und dann kommt halt der Loki wieder. Und das ist ja das Coole. Der Dryas-Effekt ist kein Once-Per-Turn, meine ich, ne? Das ist kein Once-Per-Turn. Das heißt, der Effekt gilt jetzt einfach nochmal. Und jetzt hat er halt seinen Negate verschwendet, mehr oder weniger. So. Aussaat wieder für den Zwilling. So. Effekt Zwilling. Effekt Dryas. So, der holt dann nämlich, wie gesagt, wieder die Heilerin. Okay, hier hin. Effekt von ihr. Nochmal 300 Life Points dazu. Und jetzt machen wir es richtig. Jetzt kommt der Milias. Einmal, zweimal, dreimal. So. Kawabanga. Effekt von dir. Und du kommst dann wieder aufs Feld. Let's go. Jetzt nutzen wir unseren Skill. Wir mischen die Feuerblüte rein. Und uns Schatten. Effekt Schatten. Special sich aufs Feld. So. Jetzt kommen die Dryaden für Schatten plus Dryas. Dryas. Hört sich an wie trockener Arsch. So, jetzt können wir dich verbannen. Zack, ein Dryaden. Zweite Dryaden kommen aufs Feld. Und von hier aus, wie war das jetzt? Both of them. Both of them. Hey, hey, stopp, stopp, stopp. Both of them. Für dich. Und dann linken wir euch beide für dich. Und holen dich dann aus dem Grave wieder. Für euch zwei. Und hauen nochmal dich aufs Feld. Für dich. So. Und jetzt kommt das Beste, denn ich habe Grave Protection. Ich könnte jetzt einfach drüber steigen oder ich mache den Pop. Wir zerstören dich. Wir zerstören dich. Wir zerstören dich. Und wir zerstören dich. Greifen mit 4K Attack an. Dieses Deck ist so lächerlich gut. Es ist so lächerlich gut. Und ich spiele es ja nicht mal gut. Also ich spiele es nach Plan. Ja, nach Anleitung. Und es läuft trotzdem sehr gut. Und es macht trotzdem sehr viel Spaß. Aber ich spiele nach Anleitung. Freunde, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut und ciao. Euer Regi. Dieses Deck ist brutal gut. Brutal gut.